sie krank war, bevor sie gestorben hat. Ich glaube, sie hatte etwas im Bauchbereich gehabt. Es ist ein Krebs. Es ist aber sehr schnell gegangen, bis sie gestorben ist. Sie hat gar nicht mehr so Zeit gehabt, um es wirklich realisieren. Und ich weiss, die Mutter hat, ich muss so schnell reden, die hat so viel geschafft und die hat so viel geredet, wie ich jetzt das muss. Wer kennt die Mutter? Danke. Sie, also ihre Mutter, das war eine Zackige. Ja. Die hat putzt, gleichzeitig telefoniert und dann noch geschaut, dass das Kochen nicht rübergeht. Versteht ja, sie das? Und sie lacht, wenn sie das erzählt, weil sie sagt, sie hat so Freude an ihrer Familie. Oder? Mhm. Und ich weiss nicht, sie zeigt mir ihre liebsten zwei. Versteht ja, sie das? Schon. Ja. Weil sie sagt, jetzt geht mir das Herz auf. Und sie müssen liebe Grüße sagen. Ist das ja. Sie gibt mir einen Namen mit M. Sie redet ja. Martha oder Marie. Meins. Wie? Meins. Ah, gut. Also sagen Sie liebe Grüße. Ja. Und sie zeigt mir auch, dass sie sehr viel für die Nachbarn gemacht hat. Also sie hat ein offenes Haus gehabt. Wir bei ihr immer können Kaffee trinken. Stimmt das? Stimmt, ja. Und sie sagt, aber den Tisch hat sie immer gehauen. Sie hat immer ein Tischtuch drüber getan. So ein Wachstischtuch. Ist das richtig? Nicht Wachs, aber ja, es ist ein Tischtuch. Gut, danke. Und sie sagt, da hat sie gemacht, um den Tisch schon. Und den Tisch gibt es heute noch. Ist das richtig? Irgendwo wird er noch sein. Ah, sie hat ihn nicht. Gut. Und dann gibt sie immer das Gefühl, sie hat sich auch gerne hübsch gemacht. Ja. Und sie redet von ihrem Schmuck, den sie hat, aber sie ist nicht. Also ich glaube, es ist viel am Modeschmuck drunter, oder? Nicht ja. Nur rechte. Ja. Und sie lächelt, sie sagt, sie haben heute überlegt, ob sie das Armband anlegen wollen, das sie von ihr haben. Stimmt das? Ich überlege das oft, aber heute nicht. Gut, aber sie sagt, leg es ein bisschen mehr an. Weil sie gibt mir das Gefühl, es ist wie beim Tisch, oder? Wo sie das Tisch durchgerufen haben, man muss diese Sachen benutzen ja. Und leben. Ja. Ins Alter hat sie nicht mehr so gut gesehen, verstehen Sie das? Sie ja. Redet, dass sie die Brille immer verleiht hat. Sie hat zwei oder drei gehabt. Genau, und sie sagt, sie hat, obwohl sie zwei, drei hat, hat sie es nie gefunden, ja. Oder? Sie gibt mir das Gefühl, dass sie noch gerne Kreuzworträtsel oder die ja. Heftchen angeschaut hat und Kreuzworträtsel ja. Gelöst hat. Sie hat es immer eingeschickt, aber nie etwas gefunden. Ja. Oder? Da hat sie eine gar nicht lustig gefunden. sie zeigt mir, dass sie sehr gerne auch gereisen ist. Ja. Und sie redet, ich weiß nicht, ob ihr aus einem anderen Land kommt, aber sie gibt mir so das Gefühl, den Süden und warmes Wetter hat sie so gerne gehabt. Ja. Und sie sagt, es gibt nichts Schöneres als in einem also kurzen Rock nicht. He? Aber in einem Rock rumzulaufen und ein bisschen warm zu haben. Ja. Oder? Und sie lacht sich dann immer so Flipflops an. Oder? Und die Flipflops, und sie hat sich immer ein bisschen gestört, weil sich ein Hornhaut hinein an den Fersen hat. Ja, voll! Ja. Oder? Ja. Sie lacht, sie hat die Hornhaut einfach nicht weggepasst, oder? ich muss Ihnen sagen, sie zeigt mir, dass die Krankheit sehr schnell und radikal war. Sie redet von einem halben Jahr. Ja. Und sie sagt, ihr habt, sie hätte am Schluss nichts mehr machen wollen. Das ist ein ganz starkes Gefühl, weil sie hat gesagt, es nützt eh nichts. Ja. Und sie hat keine Angst vor dem Sterben. Das ist so schön, weil sie sagt, ich habe an Gott geglaubt. Ich habe an etwas geglaubt. Und sie möchte sich bei ihnen von Herzen bedanken, weil sie zeigt mir Bilder, dass sie sie immer besucht haben und betreut und geholfen. Und sie sagt, Sterben, der Prozess ist für mich schwierig gewesen. Warm, ich habe keine Hornhaut. und sie sagt auch in der geistigen Welt sind viele Leute, die sie sehr vermisst hat. Da müssen sie auch. Ja. Ich glaube, ihre Eltern und sie könnten noch ein Bruder in der geistigen Welt sein. Auch, ja. Neben ihr steht, weil sie sagt, ihn habe ich auch so vermisst und endlich habe ich ihn gefunden. Er ist ja erst gekommen. Ah, gut, dann darf ich es umkehren. Ja. Dann ist er noch, auch noch da und sagt, ich muss auch noch liebe Grüße ausrichten von ihm. Und ihre Mutter gibt mir das Gefühl, die Familie war ihr das Wichtigste. Ihre Kinder sind ihr das Wichtigste. Aber sie weiss, dass es nicht immer so einfach ist mit dem Vater. Ja. Oder? Ja. Und sie sagt, vielleicht hätte ihr ein bisschen weniger streiten sollen mit ihm. Ja.
Zeit, aber auch schon heute gewesen. Also sie gibt mir das Gefühl, heute würde sie es ein bisschen ruhiger angehen. Ja. Und sie lächelt und sagt, du bist ja genau wie ich. Ja. Ja. Also ich glaube, sie haben recht zackig sind sie da daheim unterwegs. Ja. Und sie sagt, auch wieder mal zur Ruhe kommen. Und sie weiss, dass sie, jetzt wo der Bruder gestorben ist, auch in ihrer Familie sehr viel Unterstützung gegeben haben. Und sie lässt mir Danke sagen für das. Mhm. Stimmt, dass sie haben daheim eine Karte noch behalten, die ihre Mutter geschrieben hat? Ja. Gut. Und sie sagt, die Karte ist ihnen gerade letztens in die Hände gefallen. Ja. Und dann haben sie nicht gewusst, ob sie sie jetzt vorbringen sollen oder behalten. Ja. Und sie sagt, und dann hast du dir gesagt, ich behalte sie. Ja, kann sie wieder besorgen. Ja, sie sagt, ist schön, dass sie behalten hast. Und es ist vielleicht ihnen wichtig. Aber wenn einmal der Moment kommt, sagen sie weg dann. Okay. Das ist im Herzen. Ja. Mit ganz, ganz viel Liebe. Und ich sage, jetzt Mami hat sie sehr, sehr gern. Sie hat sehr viel Humor daher gebracht. Sie möchte ihn ausrichten. Sie sehen, sie sind auch ganz gute Mutter und sind immer am Schauen, dass alle über diesen Flügel liegen.